Willkommen zurück zu World of Warcraft mit dem Alkosek. Und dem Amiga-Link. Hallöchen. Und gemeinsam sind wir jetzt hier mit einer Drachenöde, haben keine Ahnung, was wir zuerst machen sollen, weil wir haben so viele Quests und ich habe keine Ahnung, was zuerst. Und vor allem hat jeder was anderes. Jeder hat was anderes, weil wir uns irgendwie ein bisschen aufgeteilt haben. Ich finde übrigens schön, dass wir jetzt hier einfach mal, ne, gemeinsam hier so ein bisschen sitzen, ne, und einfach mal wieder beisammen sind. Hatten wir jetzt ein, zwei Folgen nicht, ne? Und deswegen, ne, wie geht's euch denn so und so? Ja, es ist kalt hier in der Gegend. Ach, stell dich mal nicht so an. Ja, kannst ja Lagerfeuerchen machen oder so. Das hast du bestimmt einen Kochskill auf 1. Das Erste, was man beim Kochen gelernt hat, ist Steine zusammenlegen, Holz drauf und Feuer machen. Okay, mach ich mal. Guck dir diesen Megakoch einfach nur an. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da brät einfach schon der Vogel in der Pfanne verrückt. Ich wollte gerade sagen, der Vogel ist genau im Feuer. Ne? Also, da gibt's nichts Besseres. Aber nun gut, wir wollen jetzt tatsächlich mal so tun, als würden wir irgendwie produktiv sein. Und gehen mal irgendwas töten, würde ich mal sagen, oder? Ah, töten können wir. Gut. Na, einfach mal mir nach. Ich hoffe, jeder hat die Quest, sonst wenn nicht, dann ich versuche es auch nochmal zu teilen. Wenn ich sie finde. Ist das? Das ist einer davon. Ja. Share. Nö, nicht qualifiziert. Finde ich super. Nicht. Dann machen wir erstmal eine Quest, wovon nur ich profitiere. Ja, super. Ich gehe nochmal zur Schule. Da bin ich qualifiziert. Nein, nein, du bist nie qualifiziert. Okay. Ich werde angehauen. Angehauen. Von so einem Gnom, von dem wir eben sprachen. Ach, Gnome. Ich muss sagen, dein Haus hier ist ja auch ganz schön ein Alarmarsch. Welches meins? Ja, vom Keksmaster. Ja, ist halt ein Wolpertinger. Ist halt nicht dafür bekannt, dass er super schnell ist. Sondern eher ziemlich verwirrend. Oh nein, ich weiß, worauf er hinaus will. Er will ihn töten. Wen? Den? Den Elite. Ja. Klar. Da ihr die Quest ja aus irgendwelchen Gründen nicht habt. PP. Muss irgendeine Folge sein. Ja. Ich habe ja versucht zu teilen, aber habt ihr wahrscheinlich noch die Vorquest noch nicht. So. Mob Nummer 1. Auf zum Mob Nummer 2. Yay. Ich warte auf euch. Nein, ich kriege über den Boden, damit ich nicht so schnell bin. Das ist gut. Bei mir hast du dich gerade in Luft aufgelöst. Siehst du, kann ich auch. Guck mal, das ist mein Bruder hier. Boah, cool. Ah, der mag mich heute nicht. Ist wahrscheinlich ein Halbbruder. Ja, schätzungsweise. Verdammt. Guck mal, Jim, jetzt ärgert er dich. Ich bin kein Aasfutter hier, also wirklich. Aber du hast gerade eben gesagt, das ist ein Halbbruder von mir. Das kann dir nicht gefallen. Naja, ne, wird mir auch nicht gefallen. Nö, soll's auch nicht. Ne, also, ne, weiß Bescheid. Genau. Guck mal, da läuft Törte rum. Hallo, Törte. Komische Schildkröte. So, Eisbär ist da. Down. Hau ihn down. Ja, geh, schick ihn in den Keller. Der hängt halt im Boden. Ich bin schon fast tot. Ja, die Heilung kommt schon. Die Heilung hätte schon längst da sein müssen. Nö. Es war so schlecht, ich zu landen hier. Glitzerdings hat mich in eine Gruppe eingeladen. Das ist ja toll. Glitzerdings? Glitzerdings. Cool. Auch super Name. Okay. So, einen muss ich noch und dann müssen wir nochmal so einen Frostwurm töten. Ihr habt irgendwas drauf. Ja, dann mach das mal weg. Ja, kann ich nicht. So, jetzt ist es weg. Amiga stirbt auch schon. Ja, ich war kurz vor Tod, ja. Du verspürtest einen Hauch von Tod, ja? Einen Hauch. Okay. Lief mir schon eisig den Rücken runter. Die ist kalt. Zieh den Pelz an. So, wo ist jetzt der Dritte hier im Bunde? Du musst doch hier rumtun, da hinten in der Ecke. Da ist er. Siehst du, der ist nicht weg. Ist alle da. Ja, ich muss ja einmal Panik kriegen, ne? Weil wir wissen ja, Rising Bugs ist ja manchmal auch so ein bisschen bekannt für ihre Bugs. Ich bin fast tot. Okay. Nö. Aber gleich. Wenn ich wieder irgendwo runterfalle. Ja, du musst einen Pflichthof und wieder Stern decken. So. Hat dann jeder die Quest hier von wegen reanimierten Frostwürm töten? Amiga Link hat sie. Den habe ich ja.
dann lass uns das mal machen. Ach, der mit der Schussblase, mit der Blase. Hat er eine Blase? Das Questgegenstand. Der Questgegenstand? Ja. Steht dran, es wäre ein Samen des Naturzorns, aber sieht aus wie diese Blase. Ja. Ah, okay. Ja, gut, dann mache ich mir mal kurz leer. Könnte alleine machen. Die Quest habe ich schon durch. Wieso hast du die denn schon durch? Weil ich euch auch mal ärgern will. Da ist nichts Schlimmes bei, die tun euch nichts. Ist nur eine scheiß Rennerei. Dazu habe ich keinen Bock gehabt heute. Ach so. Ich gebe sie nämlich jetzt ab. Du rennst doch eh nicht, du fliegst doch. Ja, trotzdem, das sind scheiß Wege. Mecker. Vor allen Dingen, warum kann ich die jetzt nicht abgeben? Weil. Weil irgendwas stimmt hier wieder nicht. Weil unfähig. Ja, ich merke das auch schon. Das kann ich bestätigen. Nein, ich muss nach oben statt nach unten. Schnauze! Ich muss nach oben, nicht nach unten, den Kerl zum Lachen. Ich sag doch unfähig. Immer diese Uhrzeitgetüme. Immer das letzte Wort haben. Da ist so mistfähig. Ja, ich habe auch gerade über uns gesehen. Ich habe da so ein Ding hochgeworfen und getroffen. Oh, das kommt runter. Hey, und ich kann mich über diese Scheißbelohnung freuen. Yay, yeah, er freut sich über eine Scheißbelohnung. Wenigstens einer von uns. So. Krieg 6 Gold. Wo ist der nächste hier, den wir für die Quest brauchen? Auf der anderen Seite bei Gilgrim. Da, wo wir die Bomben gesucht haben. Ach, da? Okay, und der andere ist da hinten beim Übergang zu Suldrak. Yep. Na gut. Aber ich komme euch hinterher. Ich werde euch stützen unter. Oh oh. Oh nein. Oh yeah. Nein, ich komme nur zum Loot abgreifen. Oh nein, bitte nicht. Das klingt aber schon eher nach ihm. Also. Ja, deswegen ja, aber trotzdem, nein. Ach, denn die sind ja noch nicht mal so weit. Wo sind sie denn ganz? Wir sind hier noch und dümpeln hier noch rum und haben hier noch Mittag gegessen. Ach ja, wo, so. Ja, wo laufen sie denn, wollte er sagen? Schweineschnitzel mit Pommes? Nein. Hähnchenschnitzel mit Pommes. Ah, also Chicken Chips zum Mitnehmen. Sozusagen. Ah, okay. Nur diesmal halt als ganze Schnitzel, nicht als Chips. Nee, dann will ich das hier nicht schmecken. Wir müssen klein sein, klein und flauschig. Mann, uns dauert das ja nur 50.000. Ja, hallo? Ihr Gegner aus dem Weg gehen oder was? Wir wollen halt noch Landschaft genießen und so. Oh, 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 Sightseeing-Tour durch die Wüste. Ja, zu ihrer Linken sehen sie Schnee, zu ihrer Rechten sehen sie Schnee, wenn sie hinter sich schauen, sehen sie Schnee und geradeaus. Oh, wer hätte es gedacht? Schnee. Und sie reiten sogar auf Schnee. Verdammt. Oh nee, das ist ja ein Alidorf. Oh nein. Ja, da bin ich vorhin gestorben. Hey, ich hab die Füße erforscht. Hey, GZ. Was, du hast deine Füße gefunden? Super. Ja, genau. So sieht's mir aus. Jetzt kann ich sie ja nicht mal waschen. Nee. Das hat bei der schon keinen Sinn mehr. Okay. Vor allem, weil mir die Füße krallen sind, ne? Ja, ja, deswegen. Das ist schon so verkrustet, dass es sich zu Krallen geformt hat. Tja, hält aber besser. Stinkt auch mehr. Das ist deine Ansage, meine nicht. Na gut, ich bin geruchsimmun. Laut Werbung. Aha, okay. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Werbung. Okay. Ja, kennst du das nicht? Wenn einer sein Zimmer zwar immer lüftet, aber es geht ja nie was raus und riecht seinen eigenen Gestank nicht mehr. Achso, das heißt, okay, wurde gerade berichtigt im Hintergrund. Das heißt geruchsblind. Gesundheit. Ja, das hat mit Gesundheit zu tun. Aber du brauchst auch nicht damit zum Augenarzt gehen. Nicht. Nee. Zum Hühneraugenarzt. Ja, weiß ich nicht, hab ich noch nicht gesehen. Oh, Blümchen. Ah, ja, schon ist er weg. Guck mal, Agentum-Penner. Yay, die sind gelb. Yay.
Tötet sie alle! Yay! Der Keksmaster hat auch ein GZ verdient. Oh, danke, danke, danke! Wie öde ist das denn? Voll öde. Ich gehe da einfach durch, ich brauch eine Heal! Ja, mach sie tot! Bin schon dabei. Irgendwie. Pull sie alle schön weg, dass ich da jetzt sauber durch kann. Hallo? Geht's noch? Wenn hier einer pullt, dann bin ich das! Ja, eben, sollst du ja. Ich brauche einen Heal! Och, jetzt läuft, hab ich ja vor. Läuft, läuft, im Heiltrank. Oh, der Heal war durch! Ich hab keinen Heiltrank mehr. Ich sterbe alle. Was? Oh. Wie, du? Ich geh da mal wieder. Tschö. Ja, da war halt jemand, in Anführungszeichen sehr faul und hat mir keine Heiltränke geschickt. Nicht wahr, Joker? Es ist leicht gesagt, ich will da nicht zuhören. Wo ist das Blümchen? Wo nicht dabei ist. Er wird das irgendwann sehen und dann sagen, hey, hey du Penner, was fällt dir ein? Ja, und ich sag dann, ja, pff, mir war danach. Hey, hättest du mal, alter Sack, du, ne? Ja, hätte. Fahrrad die Kette. So, jetzt beleben wir uns nochmal wieder, ne? Ich hab mich schon wieder belebt und ich bin schon so gut wie tot. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin doch gar nicht da. Warum nicht? Hallo, wie lange brauchst du denn zum Wiederbeleben? Boah, was bist denn du für ein Dudu? Hier stehen ein paar Jungs rum, muss man sagen. Ja, müssen wir uns durchkämpfen. Hilft nichts. Jetzt hat sich ja wieder jemand toll ausgedacht. Ich fürchte, jetzt bin ich kurz vor Tod. Du kannst bestimmt anken. Ja, aber bei so vielen Gegnern nicht ganz so sinnvoll. Warum nicht? Weil man dann direkt wieder umfällt? Nein. Nein. Es dauert 2 Sekunden. Ich helfe dir. Das ist fein. Siehst du, ich habe so viel dazu beigetragen, das ist einfach unglaublich. So, wo ist denn hier der Dudu? Ich stehe. Ach, da hinten, wo es stinkt, okay. Ach nee, es sind die Mobs um dich herum, die so stinken. Ah, okay. Oh, jetzt haben wir sie im Griff. Ach, da ist noch einer. Yay. Du sollst nicht looten, sollst töten. Ich loote beim Töten. Während der Global Cooldowns mache ich das, ja. Ich bin ja ein gelernter Klicker. Auch wenn die Leute immer noch sagen, ja, lern doch mal einfach zu drücken. Nee. Das ist bei mir. Nee. Kannst du knicken. Wie Esspapier. Kannst du auch knicken. Boah, der nervt, der Junge. Wer? Ich? Nee, der wieder gewonnen. Ach so, ja, dann töte ihn. Ja, könnte man jetzt auch falsch verstehen. Du bist auch im Hintergrund. Ja, dann töte den auch. Nee, ich hab keine Mana mehr. Ach so. Oh nein. Macht mal eh erst mal eine Stunde, eine Runde. Erst mal eine Matschbacke. Oh. What the fuck is that? Aber eigentlich voll scheiße. Die haben mich betäubt hier. Ich muss mich auf den Loot konzentrieren. Mensch. Wir sind eindeutig zu viele Caster. Die heißen gar nicht alle Carsten. Die haben bestimmt alle eigene Namen. So. Oh nein, der Beppo ist tot. Oh nein. Wer hat den Beppo getötet? Irgendein Heini. Ah. Immer diese Heinis. Ja, dann prügeln wir uns hier halt noch ein bisschen rum, bis der Beppo wieder da ist. Ja. Langweilig wird uns hier nicht. Das sagst du. Aber zumindest geben sie ein paar EP. Zwar jetzt auch nicht so die Menge, aber immerhin. Man muss ja mal zufrieden sein mit dem, was man kriegen kann, ne? Genau. Wir können natürlich jetzt auch einfach losziehen bis zum nächsten, aber so wie ich das die Situation einschätze, ist hier dann alles respawned und... Ja. Nee.
Sehe ich gar nicht ein. Nicht wahr? Genau. Oh. Könnt mich mal auf den Arsch setzen, glaube ich. Das mache ich auch gerade. Das solltest du grundsätzlich mal. Dann kommt vielleicht auch da mehr Schaden rum. Ja, das ist gut möglich. Ich meine, ich könnte auch mehr Schaden machen, aber nein. Als Hauptsache, die Gegner fallen irgendwann um. Richtig. Geil. Ob das jetzt 2 oder 3 Minuten länger dauert und dann so keinen Berserker-Time-Mode haben, ist ja alles okay. Glaube ich. Hoch. Oh, so ein blauer Dach, da war gut. Oh. Ist heute Montag und wir machen blau? Ja. Okay. Aber WoW kommt doch gar nicht auf den Montag raus. Ist aber Spaß am Dienstag denn heute. Ah, okay. Boah, haben wir so. Dann erstmal jetzt hier die Axt anlegen. Ja, so viel Zeit muss sein. Welche schmeiß ich denn dann raus? Eigentlich egal. Ich will mal gucken, ob Beppo da ist. Nö. Ach Mensch, Beppo, jetzt spawn doch mal. Was wird mir hier schon wieder angehandelt? Illegale Drogen? Boah, geile Drogen. Endlich habe ich mal einen vernünftigen Heiler hier. Die Heiltränke! Oh. Der Heiltränke hat ja nie, ist klar. Ich überlege echt, die Erste Hilfe zu skillen, ne? Wegen. Verbänden. Wegen Verbänden. Weil es halt dann doch besser als so manch einer Heiler hier. Wo seid ihr hin? Ach, da hin. Ja, ja, wir sind noch da. Keine Angst. Wir tun so, als würden wir arbeiten. Aber wir zocken nur. Für manche Leute ist das Arbeit. Ja. Manche machen das einfach zur Arbeit. Und manche verbringen einfach so die Hälfte ihres Lebens mit Zocken. Und die andere Hälfte arbeiten sie wirklich. Ach, da hinten ist er. Ja, ich bin so schnell unterwegs hier. Kaum mache ich einen Schock drauf, schon fällt er um. Ich kann auch schon wieder einen Talentpunkt verteilen. Meine Güte. Hey, der Beppo ist da. Ja, der Beppo ist da. Anvisieren, Fischblase drauf. Ist neben Sichtfeld. Fischblase drauf. Ist neben Sichtfeld. Fischblase drauf. So, ist geschwächt. Drauf da. Töten, 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 töten. Er ist tot. Auf zum Letzten! Er hat Kenny getötet. Ihr Schweine! Ich brauche eine Heal! Nö, ich reite. Kannst du nicht beim Reiten heilen? Was bist du für ein Heiler? Das sag mal Blizzard, nicht mir. Ich kann heilen. Blizzard, was ist denn das für ein Heiler? Das ist ein doofer Heiler. Oh ja. Oh, Blümchen. Oh. Yay, Blümchen, yay. Ja, und wann bringe ich ihn noch um? Ja, aber wenn, dann richtig. Das ja, also keine halben Sachen. Das ist schon. Das will ich sehen, wie der Heiler halt den DD dann tötet. Ne? Also besonders dieser Heiler. Andere Heiler, ja, okay. Ich würde gerade sagen, generell jetzt, ja, ne? Aber in diesem Fall... Da haben wir alle so unsere Zweifel. Könnt das gerne in der Gurubashi Arena unter euch ausmachen. Ja, jetzt haltet mal die Füße still. Oder die Krallen. Oder beides? Je nachdem. Das ist ein Erz. Oh nein. Ich geh was trinken. Kannst du doch mal eine Landeplattform hier. Oh, hier geht's aber tief runter. Oh, oh. Okay. Boah, ganze 5 Erze. Ich werde ja richtig reich hier. Tja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Noch ganze 4 Level, dann können wir auch fliegen. Yay. Hey, geil. Geht's ja dazu. Hey. Also, bei mir sind es 4 Level. Bei Amiga Link nur noch 3. Dieser Pro-Gamer.
Pro-Gamer. Ein Pro-Gamer auf einem neuen Level. Ups, an dir vorbeigerannt. Warum bin ich fast tot? Weil darum. Er lebt, beeilt euch! Ja, er lebt noch. Nein, nicht du gemeint. Ach so. Der Gegner. Einmal in die Burg. Da, wo mein Punkt leuchtet. Der leuchtet nicht. Du bist einfach nur existent. Fischblasen-Action. Er ist geschwächt. Leute, ihr müsst mal eben alleine machen. Du hast mir wieder hier ganz schön einen Scheiß mitgebracht. Na, ich wollte halt auch, dass du mal was tun kannst, ne? Stehst du sonst immer nur so hinten und machst nix? Ich geh mal helfen. Nein, das hat er nicht verdient. Siehste, hätte auch so hingekriegt. Glaubst du? Ich bin mir relativ sicher. Tja, können wir abgeben. Was heißt abgeben? Auf zur nächsten Quest. Ja. Na gut, wir geben ab. Ist nichts mehr zum abgeben. Zum Machen, Tun, Ausführen. Boah, hinten in Galgrim. Ja, aber es dauert, bis wir da sind. Nicht so wirklich. Na, doch so ein bisschen. Also, na gut, Galgrim darf ich nichts. Da hast nur du was. Da hab nur ich was? Da hast nur du was. Hoch. Da müsstest du da aber was annehmen können, wahrscheinlich. Oder du hast die Quest von irgendwo anders her. Möglich. Nicht unmöglich, sagen wir es mal so. Okay. So, dann kannst du jetzt hier in Galgrim kurz die Quest abgeben und wir können halt eine kurze Aufnahmepause machen, weil wir haben wieder die Folgenlänge erreicht. Wir wollen ja mal nicht so krass überziehen und jedes Mal halbe Stunde Folgen machen. Hey, fast gleichzeitig. Ja, yeah, aber nur fast. Fast, macht immer noch einen großen Unterschied. Okay. So, dann, wie gesagt, hier auf einer Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von World of Warcraft, wenn Amiga Link seine Quest abgegeben hat und wir dann uns auf den Weg machen zum Wurmroot-Tempel zum Quest abgeben. Yay! Bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüssi. Tschüssi.